Ja, somit startet Part 2. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von der Marvel Heroes, DC Heroes, Super Schurken Show auf Reihe. Ja, nachdem Part 1 so kurz geendet war, geht es weiter mit Part 2. Viel Spaß! Dann haben wir Mysterio. Mysterio aus Spider-Man I Don't Know Home. Ja, Mysterio war hier auch ein ziemlich starker Charakter. Kann auch fliegen, kann hovern. Er kann einen aufklärenden Strahl schießen. Also hier nochmal von außen. Sieht auch echt geil gemacht aus mit diesen. Yo. Und wir haben noch die normalen Attacke, also die hier. Die macht nicht Schaden. Ist einfach nur Deko, weil es ja alles nur eine Illusion. Weil seht ihr ja Projektion, ne? Genau. Und was haben wir da? Wir haben ein Illusionsrad. Und wenn wir das mal gucken, haben wir Drohne, Blindness und Duplication. Blindness bringt jetzt hier nicht wirklich viel bei den Dude. Aber können wir mal austesten, wenn ihr wollt. Also SSDA. Und jetzt hat er Blindness. Nice. Dann haben wir. Nein. Die Drohnen. Unclocked Drone Illusion. Die fliegen ja eigentlich rum, aber wenn wir jetzt. Oh Gott. DWASDSA. Haben wir hier Drohnen. Echt süß gemacht und die schießen halt mit Amor auf die Gegner. Ich habe immer so, wie als würde die durchgängig von einem Pfeil beschossen werden. Ungefähr so. Ja, was haben wir noch? Wir haben noch. Kann man eine Drohne wegwerfen, cool. Wir haben auch noch eine Duplikation, also DDAAS. Sieht auch ganz cool aus. Schade finde ich halt nur, dass bei dem nur ein Strahl kommt und nicht bei Doctor Strange von allen Seiten. Oh, du, ja, genau, wenn ihr euren Links einmal trefft, dann ist die weg. Die Projektion. Die Drohne immer noch hier. Ja, beschieß sie mal weiter. Ich würde sagen, Obsidian. Obsidian kenne ich nicht, aber finde ich geile Fähigkeiten. Und zwar könnt ihr einmal eure Schattenform aktivieren. Und zwar seid ihr jetzt einfach so, wie so ein Dementor aus Harry Potter, könnt ihr jetzt hier so rumfliegen als Rauch. Und jetzt halt wieder auftauchen. Eigentlich auch ganz cool. Ah ja. Und dann könnt ihr eine Schattenkette machen. Könnt ihr zum Beispiel Leute mitgreifen. Wie so eine Gravity Gun. Könnt ihr mit Mausrad an euch ranziehen oder von euch weghalten. Und dann könnt ihr einfach wegschubsen. Komm her. Und pass auf, was ich jetzt mache. Das ist ein Schattendom. Der sieht ziemlich cool aus, wenn ich den jetzt aktiviere. Absolute Dunkelheit. Keine Ahnung, was diese Fähigkeit bringen soll. Außer, dass die Leute wahrscheinlich kaum was sehen werden, aber sonst. So, also wenn ihr eure Schattenform toggelt, könnt ihr hier drum herumfliegen. Man sieht euch halt kaum. Dann könnt ihr aus dem Hintergrund austauchen. Bam, bam, bam. Bam, 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 wisst ihr? Und dann, wenn ihr fertig seid, dann könnt ihr einfach den Dom wieder auflösen. Und weg ist er. Gut, dann haben wir noch Spectre. The Spectre, keine Ahnung, kenne ich nicht. Er kann eine Energieprojektion machen. Weiß nicht, vielleicht macht's. Oh, wieder sind zu Glas. Und man kann sich teleportieren. Lass mal gucken, wie weit reicht das? Reicht das bis da oben hin auf den Turm? Nee, aber bis da oben hin, ne? Nee, bis da oben hin? Nee, aber bis da oben. Bis hier hin und dann können wir da hoch. Jawoll. Guck mal, eigentlich ganz cool. Lass uns erstmal mit Anti-Monitor beginnen.
Anti-Monitor. Eine Anti-Version vom Monitor. Sieht so aus, ziemlich lustig. Er kann ein Schutzschild erzeugen. Es lässt nichts durch. Er kann einen Antibakteriestrahl. Der macht gut Damage. Eigentlich. Hat Schaden zumindest. Wir haben eine Schattenform. Und jetzt passt auf, Leute. Passt auf. Jetzt passiert. Ich drücke jetzt Giant Mode, ja? Und ihr hört auch mein Stampfen. Also das ist groß. Und passt auf, umso größer ist jetzt natürlich auch mein Antimaterie-Blast. Seid ihr gefasst? Und der macht plötzlich Schaden. Er hält halt nicht so lange. Der Monitor. Der sieht so aus. Eigentlich auch ganz cool. Und der hat auch einen kosmischen Energiestrahl. Er kann sich teleportieren. Und er kann Telekinese. Hallo there. Der teleportiert sich aber zurück. Was ein. Komm mit. Nein, komm her. Bleib da. Und er läuft zurück. Ja. Vision. Vision. Hey, wir haben auch den weißen Vision, aber zeige ich jetzt mal nicht. Das sollte ja auch ein bisschen was für euch selber erkunden können. Wir haben da einmal, dass er levitieren kann. Er kann fliegen. Wow, cool. Und er kann sich seine Form auch so machen, dass er durch alles durch kann. Aber nur für eine bestimmte Zeit, wie ihr unten seht. Danach wird er wieder normal. Und natürlich hat er den Mindstone in sich. Weswegen er einen Energiestrahl damit schießen kann. Das heißt, diese Linie hier zum Beispiel. Ja. Eigentlich auch ganz cool. Die ganzen Iron Man Sachen. Machen wir erstmal Iron Man. Iron Man hat einen normalen Anzug erstmal. Das ist der ganz normale. Hat auch Sounds, cool. Ihr könnt damit aimen. Und dann müsst ihr mit rechts schießen. Ganz cool. Ihr könnt, sobald ihr Leertaste, also passt auf, sobald ihr Leertaste drückt, ne, wenn ihr Leertaste gedrückt haltet, dann fliegt ihr hoch. Auch ganz cool, wenn ihr V drückt, also könnt ihr mal runterfallen und kurz vor dem Boden drückt ihr mal V, denn das bremst nämlich auch euren Fall ein bisschen. Sonst würdet ihr einfach stumm zu Boden fallen. Wenn ihr es hier in der Luft drückt, dann schwebt ihr hier. Und gut, außerdem haben wir einen Sentry Mode. Und da läuft die Rüstung jetzt einfach selbstständig durch die Welt. Kommst du mit? Und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas zum Angreifen habe, wie zum Beispiel ein Schwein oder so. Dann erledigt der Anzug alles für einen. Das ist so geil. Und wenn ihr wieder in den Anzug rein wollt, müsst ihr ihn einmal anklicken, dann öffnet er sich und dann könnt ihr einfach wupp, einlaufen und ihr habt ihn wieder an. Ich habe schon gesehen, so ein Schuss macht einen Pick One-Hit. Jawohl. Dann gibt es aber noch zwei weitere Arten. Und zwar gibt es einmal den Mark 50. Tut ihr nur auf eure Brustplatte. Denn der hat es mit den Nanopartikeln. Wenn ihr jetzt GE drückt, dann kriegt ihr den Anzug. Und sobald ihr jetzt das zurück, könnt ihr wieder fliegen. Und Tavan tun wir jetzt wieder mit X. Schön abbremsen. Denn was haben wir denn? Wir haben eine Blade. Da. Zum, ne? Kennt ihr ja?
Und wir haben eine Crab Cannon. Das ist die hier. Bei der Seite seht ihr, ja, kann man schlecht sehen, aber ihr habt da so Partikel drin. Und damit könnt ihr dann einfach schießen, wenn ihr wollt. Und mein Aim ist jetzt gerade ein bisschen. Dann haben wir noch Mark 85. Und wenn ihr das gleiche Prinzip. Sieht nur ein bisschen anders aus. Und jetzt haben wir einmal Hava wieder. Wir haben Shields. Ein erster Schritt. Und dann könnt ihr so blocken. Eigentlich ganz cool. Und da war noch irgendwas mit, genau, wenn ihr jetzt sneakt oder so. Na, irgendwie so. Ach, ich glaube, das war beim anderen. Zeige ich gleich. Gut, und jetzt habt ihr natürlich eine richtig geile Attacke, wenn ich jetzt CC gedrückt halte. Das hat euch mal, oh mein Gott, was war das denn? Zeige ich mal von Third Person. Sehe ich diese Dinger, die hier hinten rauskommen. Yep. Gut, dann bleibt nur noch Dr. Octopus. Und ich weiß nicht, warum wir sie so schwach eingestuft haben, aber na gut. Dr. Octavius. Eigentlich ein sehr cooles Outfit, finde ich. Manchen steht die Brille sogar richtig gut. Und wenn wir jetzt G drücken, seht ihr, haben wir hier die Greifarm. Ah. Ja, und diese Greifarme können angreifen. Also wir können hier ein paar Leute andingsen. Das macht auch ordentlich Schaden. Wir können sogar, wenn wir X gedrückt halten, das wird jetzt nur ein ganz klein wenig wehtun. Also ihr könnt einfach so, immer so schlagen. Oder ihr haltet gedrückt, dann kommt Stachel. Bam. Gut, außerdem könnt ihr jemanden greifen mit V. Und dann könnt ihr ihn an euch ranholen oder von euch wegstoßen. Ranholen oder wegstoßen. Und ich werde hier mal ein kurzes Bild ein, was wir nämlich gemacht haben. Dann haben wir unseren Kumpel in Iron Man in den Peter Parker String gegeben. Einen an die Wand gedrückt. Einen an die Wand gedrückt und hängt unter der Brücke. Das zeige ich euch nämlich gleich. Weil, wenn ihr jetzt doppelte. Ja, jetzt hört sich los. Wenn ihr doppelt Leertaste drückt, dann werden die Arme zu richtigen Beinen. Schaut euch das an. Ihr könnt auch richtig mit dem springen. Das heißt, wenn ihr jetzt hier irgendwo hoch geht, ihr könnt Leertaste drücken, hochzugehen. Sneak um runter. Und wenn ihr lauft, vorwärts, WASD, folgen die euch. Ihr könnt euch damit einfach hier an Sachen dranhängen. Und das sieht einfach so krank geil aus. Ihr könnt springen. Und das Ding fängt euren Sturz ab, so gesehen. Das heißt, könnt jetzt mal sehen, wir gehen jetzt ans Gebäude und wir fliegen jetzt einfach straight nach oben. Weil ihr sich so denkt, oh, das geht ja wahrscheinlich nur in Creative. Nein, es geht auch in Survival. Wir gehen einfach das Gebäude hoch. Und ich finde diesen Anzug einfach so geil. Schaut euch das an. Wir hängen hier einfach in der Luft. Wir können einfach. Das Coolste, wenn ihr jetzt einfach runterfallen würdet. Ja. So, Stamina wir fallen. Ah. Ignoriert, was ihr gesehen habt. Gehen wir davon aus, ihr fallt jetzt runter. Ah. Geht ihr Richtung Gebäude. Und die Dinger fangen euren Sturz ab. Das heißt, ihr könnt dann einfach. Weil theoretisch zwischen Bäumen oder so. Einfach hier. Seht ihr das? Ich gehe einfach nach unten. Die Dinger kommen einfach hinterher und halten mich überall fest, wo sie nur können. Und wenn ihr richtig Bock habt zu springen, dann baut ihr Speed auf und drückt W, der Taste hoch. Sprung. Sprung. Oh, das ist so cool. Und das Ding passt auch wirklich überall hin. Ihr könnt damit hier in Schächte kriechen. Ihr könnt damit einfach
Hier, ihr könnt einfach an Decken, wenn ihr wollt. Da, ich häng unter der Decke. Wie das? Und dann kann ich mich runterlassen. Oh, weil. Oh, das ist so cool. Das ist literally sowas wie hier. Ah, ich suche mal kurz die Brücke. Ich glaube, das hat mir sogar hier gemacht. Oh, Alter, Action hier. CIA. Komm, wir brechen jetzt CIA ein. Oh, das ist einfach nur so cool. Aber wie findet ihr denn die ganzen Sachen hier? Ihr könnt natürlich auch Leute einfach hier mitnehmen, ne? So, jetzt kann ich V drücken, passt auf, und nehme das Minecart mit. Und da könnte jetzt auch eine Person drin sitzen. Und ihr könnt auch so Personen mitnehmen. Das ist so richtig cool. Ah, ja. Aber was haltet ihr denn so von der Mod? Ich finde sie echt großartig. Geil rumzuspielen. Ich will das Video jetzt an dieser Stelle beenden. Es ist so fucking warm hier drin. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Oder was auch immer. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Review gefallen. Bis dahin, macht's gut. Und ciao. Euer Red Gamer.